Hallo, guten Abend, herzlich willkommen zurück hier bei Shadow Hearts. Wir sind von Neameto hierher gereist zum Gottesthron. Albert hat uns hierher geschickt, wir sollen nun den Gott töten, um einen Titel zu erhalten. Und wir werden erst einmal fusionieren mit unserem seraphischen Glanz tatsächlich. Ich hoffe, jetzt geht alles gut, weil sonst muss man nämlich den Albert noch mal besiegen. Overlord. Interessant. Oh, Zeit des Urteils. Das gibt's jetzt. Sieht sehr interessant aus. Sehr gefährlich vor allem. Oh. Ah. Das ist aber nicht schön. Was denn da? Ach du Heilige. Ist ja gar nicht mal so geil, was er jetzt gemacht hat. Ja. Die Musik ist schon sehr cool. Es gibt aber wahrscheinlich, ich weiß nicht wie viele Tausende. S-roter Abgrund? Sehr roter Abgrund? Es fühlt sich anomaliemäßig an. Geht noch, okay. Doch nicht vorbeigegangen. Ich würde gerne mal das probieren. Nein! Oh Gott, ich habe mich beim ersten Mal schon erschrocken. Weil ich gedacht habe, ich habe es nicht geschafft. Okay, gut. Du machst nichts mehr außer das hier. Das kannst du, was anderes machst du nicht mehr. Das wird nichts. Schwarzer Abgrund, gehe ich mir davon aus. Schwerer Abgrund. Ach, 164, ja. Kann man mal machen. Zeit des Urteils. Warum 387? Ich verstehe diese Zusammensetzung der... Ja. Der ATK ist nicht so richtig bei... Das fühlt sich so... random an. Oh Scheiße, uns geht's ja mal gar nicht so gut. Ja.
würde schon gern mal Juri seine letzte Attacke sehen, aber ich habe echt Angst, dass er denn irgendwie die Alice angreift oder so. In seinem ZP-Wahn. Ich heb gleich ab, ey. Gott, ich kann nur noch dreimal Bogen. Nee, zweimal Bogen. Nur noch einmal Bogen. Für zweimal fehlt mir was. Okay, dann müssen wir uns die MP holen. Okay, Alice, bevor du irgendwas machst, du isst jetzt erstmal schnell was. Das da. Wenn du jetzt irgendwas Schlimmes machst und mir die alle wieder abziehst, dann gehe ich weinen. Böser Ovo geworden. Oh Gott, ich glaube, würde Kies sterben. Wir haben noch so. Müssen dann erstmal heilen. Oh Gott, hoffe ich mache jetzt nicht irgendwas Falsches.
Mach ich nicht jetzt für einen Scheiß, ey? Gelber Abgrund. Oh, jetzt hört's aber auf. Ih, das ist voll die Fliege. Voll der Fliegenkopf. Gelber Abgrund stimmt Lähmung, würde ich jetzt sagen. Du Scheiße. Jetzt ist am Limit, ey. Jetzt sind wir am Limit. Wir sind jetzt offiziell am Limit angekommen. Oh Gott. Sie haben das Kind willen, okay? Die Musik ist ja schrecklich. Oh Gott. Jetzt ist die Musik endlich wieder normal. Schwarzer Abgrund. Ist wahrscheinlich tot eigentlich. Kann es sein, dass der schon hin und her wankt, der Gott? Weißer Abgrund hatten wir noch nicht. Okay, wir müssen jetzt von allen erstmal die ZP wieder hochholen. Der will uns einfach mürbe machen. Der will uns, dass wir uns gegenseitig umbringen. Wenn wir keinen ZP mehr haben. Merkt das schon? Da. Das ist so schrecklich.
Oh. And so, our battle came to an end. The god awakened by human hands was returned to sleep once again by human hands. On the morning after, a refreshing breeze blew across Wales, and the horrible events leading up to yesterday seemed like nothing more than a bad dream. Soon, it was time to say farewell to everyone. Keith, our handsome vampire, grew weary of the hustle and bustle of the outside world, and so he returned once again to his peaceful castle in Transylvania. I wonder how many centuries he'll sleep this time. Good night, and sweet dreams, dear friend. Master Zhu Zhen, our brave Taoist adept, has gone back to Shanghai to mend the disruptions in the energy fields of China. You taught us so much, Master Zhu Zhen. Thank you from the bottom of our hearts, and please, try not to overexert yourself. Our beloved spy for hire said she planned to go home to Paris, but she joked about how her next assignment was probably already waiting for her. So, there's no telling where she might be right now. Hallie, that cute little street boy we met in London, set sail from Southampton with his mother, Kodelka, to find his long-lost father in America. Finally, they'll be able to live together as a family. I pray you'll all find happiness. As for me, I'm headed for Zurich, where my mother's waiting. With Yuri, of course. Ja. Da sind wir jetzt tatsächlich am Ende angekommen. War das jetzt das gute Ende? Ja, was soll ich dazu noch sagen? Es war eine wunderbare Reise tatsächlich und ich hätte nicht gedacht, dass es am Ende doch so schnell geht. Wir waren scheinbar sehr gut aufgelevelt. Oh Gott, ich habe noch die Musik so laut. Die versteht mich bestimmt gar nicht, wie ich hier rumstammel. Ja, cool. Hat mir wirklich sehr gefallen. Ich gehe mal ganz... Was war das denn? Ach, jetzt sind sie gerade im Tunnel. Ich gehe mal ganz schnell was holen. Bin gleich wieder da. Ich bin wieder da. Und zwar wollte ich euch mal was erzählen. Und zwar zu den Namen, aber das wisst ihr bestimmt alles schon. Ich habe ja hier das japanische Lösungsbuch, gell? Und in dem japanischen Lösungsbuch stehen die richtigen japanischen Namen drin. Und ich habe ja, hab mich ja schon die ganze Zeit gewundert, warum heißt denn der Ben? Weißt du, warum heißt denn Yuri sein Vati Ben? Und er heißt in echt, also laut dieses Lösungsbuches heißt der, ist das hier Ben? Genau, der heißt, also Yuri sein Vati heißt eigentlich Jinpachiro Hyuga, das passt besser zu Hyuga, gell? Ja, Roger Bacon ist Roger Bacon gewesen.
Haley Blanket, das ist ja klar. So, dann haben wir Keith Valentine, das war ja auch klar. Dann die Margareta Gertrud Zelle, die gute Margaret. Margareta, genau, Gertrud Zelle, wie sie. Dann haben wir noch den Zuzen, der Meister Zuzen, der heißt im japanischen Original Ryu Syuchin. Alice heißt eigentlich Aris, also A-R-I-S, Aris Elliot. Und unser guter Yuri, bei dem hätte man sich ja vorstellen können, ach ja, der heißt im Japanischen auch Yuri. Nee, heißt er natürlich nicht. Im japanischen Original hieß nämlich unser guter Yuri Urmnaf Borthyuga. Also U-R-M-N-A-F, Urmnaf Borthyuga. Fand ich sehr interessant, als ich das Buch das erste Mal aufgemacht habe, dass die doch so, ja, anders heißen. Das Beste ist bei dem Bild von Halleys Mutter steht hier, also steht nicht Budelka, sondern steht nur Halleys Mutter. Dann natürlich Yoshiko Kawashima, war bei uns ja nur Oberst Kawashima, glaube ich. Dann haben wir hier den Dehuai. Der Dehuai heißt tatsächlich Tokukai im Original. Dann haben wir noch jemanden, hier ist nämlich der Roger Bacon mit drin, gell? Unser wunderbarer Kreis, der wollte, dass wir uns mit dem Urteilsring echt die Finger brechen. Hier steht einfach nur, who are you? Ja, genau, ansonsten haben wir hier noch die anderen vier, also die alte, die beim Bacon noch dabei war, also bei Albert Simon. Aber da stehen jetzt nur die japanischen Schriftzeichen, die kann ich jetzt leider nicht lesen. Aber an sich, das ist schon echt cool. Schon allein, dass die Namen da drin stehen. Ja, man muss ja für uns immer alles schön einenglischen, eindeutschen, gell, der gute Ben. Wie einfach ganz anders hieß. Ja, nochmal zurück zum Spiel. War das jetzt das gute Ende? Ich habe irgendwas gelesen davon, dass sie eigentlich aufwacht. Wieso wachten die nicht auf? Vielleicht kommt das ja noch. Ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich möchte mich bei euch dafür bedanken, dass ihr bei dieser recht langen Reise dabei gewesen seid, auch als ich mehrere Mal gestorben bin oder am Urteilsring verzweifelt bin. Ich möchte mich für eure Tipps bedanken und ja, für euer reges Interesse an dem doch sehr alten Spiel. Über 20 Jahre ist es jetzt alt. 2001 kam es raus. Ich weiß nicht, ob es in Europa war. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich schon wahnsinnig auf den zweiten Teil und den Urteilsring natürlich. Und auch wie da die Geschichte wirklich weitergeht, weil ich habe, glaube ich, nur bis, ich habe keine Ahnung, bis wann ich gespielt habe, es ist auch ewig her. Und ja, ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Für die, die noch nichts damit anfangen können, ich hoffe, es hat euch so den Einblick gegeben in etwas ältere Gefilde der Rollenspiele, der JRPGs. Und ja, vielen Dank fürs Dabeisein. Und ja, man gewöhnt sich recht schnell an die Grafik, finde ich, für heute. Also für heutige Verhältnisse ist es natürlich nicht besonders gut, aber für PS2-Zeit war es jetzt auch, war ja Anfang der PS2-Zeit. Und da war es recht gut, denke ich mal. Also könnte ich mir vorstellen, dann umso weiter natürlich die PS2-Zeit fortgeschritten ist. Natürlich immer besser geworden, aber auch mit den Rendersequenzen und sowas. Es sind sehr viele, sehr coole Charaktere dabei gewesen, also und sehr viele, also ich möchte mal wissen, wer dieses Spiel übersetzt hat. Der hat es echt cool gemacht, mit so einigen Wörtern und sowas. Ja, es geht mir seltsamerweise nicht so ans Herz wie sonst irgendwas anderes. Ich weiß nicht warum, aber mir hat es wirklich sehr gut gefallen. Auch mit Kudelka vorher, das gehört echt mit dazu. Es ist echt ein sehr cooles Spiel. Ich kann es jedem empfehlen, der eine PS2 oder eine PS3 zu Hause hat. As the warlock said in the end, even if an age of winter comes bringing the harshest hardships, I intend to live on. With my new family.
Ach, wie schön. Der Prinz der österreich-ungarischen Monarchie, oder? Sommer des gleichen Jahres, der Erste Weltkrieg beginnt. Ende. Oh, ich konnte es gerade gar nicht lesen, weil ich damit überhaupt nicht gerechnet habe. Das ist praktisch dann der Übergang zum Zweiten, weil der Zweite spielt doch während, war das während des Ersten Weltkrieges? End. Ja, es war eine echt mega Reise, also mir hat es wirklich sehr gut gefallen. Ich hoffe, euch auch. Soll ich mal irgendwas drücken vielleicht? Ich habe mal was gedrückt. Aber wie war das jetzt nicht? Dann war das jetzt nicht falsch. Wollen Sie Ihren bisherigen Fortschritt speichern? Klar. Machen wir mal einen neuen Speicherpunkt. Wir sind so reich. Wie Daten löschen? Bist du bescheuert? Hä? Daten löschen? Bist du doof? Warte mal, wir gucken jetzt mal schnell. Ja, es ist ja wirklich ein sehr schönes Spiel. Es macht super viel Spaß. Und dieser Urteilsring, der hat so dieses... Ja, der hat dieses starre Kampfsystem, sage ich zwar, von diesem rundenbasierten echt aufgewertet. Also es ist echt... Ich weiß nicht, was ich noch dazu sagen soll. Es ist einfach ein rundum gelungenes Spiel. Wir werden jetzt mal das hier laden und werden mal gucken, was passiert. Oh! Rouen, Frankreich, 1913. Die Treppe kennen wir schon. Ein reisender Priester wurde im Morgengrauen brutal ermordet. Geht jetzt hier sowas wie ein Jugendbus? Seine Leiche war wie von einem wilden Tier zerstückelt. Seine Tochter, die vermutlich mit ihm reiste, wird vermisst. Ja, cool. Also hat man jetzt hier praktisch ein New Game Plus. Tödliche Wunscherei. Herbst des gleichen Jahres. Background Designer Takamasa Osawa. Creature Designer Makoto. Oh, eine Frau. War das eine Frau? Oh, da ist er, unser Roger Bacon. Ach, irgendwie vermisse ich ihn jetzt. Ich weiß auch nicht. Motion Designer Takeshi Toyoda. It's already past 2300. And it's still a long way to Fengtian. Major Tsuji, what is this about? Why the special train in the middle of the night to escort this girl to Japan? She looks pretty ordinary to me. Hell if I know. There's no telling what the big shots in Tokyo are thinking. Next time I see you know who, I'll ask her, okay? Ich bin so froh, dass wir das durchgespielt haben. Ich weiß auch nicht, wenn ich jetzt nicht wüsste, dass wir dann morgen direkt mit dem zweiten Teil loslegen, wäre ich wahrscheinlich sehr traurig. Komposer Yoshitaka Hirota. Programmdirektor Izumi Amamoto. Du bist schon wer. Main Programmer ist Monopoluki. I was fond of him. Ah.
Ja, jetzt haben wir hier praktisch den Anfang nochmal. Sound Hidenori gesehen. Wir können jetzt praktisch ins New Game Plus starten. Ich gehe davon aus, dass wir Level 61 sind, aber ich glaube nicht, dass wir ins Menü können. Können wir ins Menü? Nee, wir können nicht ins Menü. Doch, wir können ins Menü. Auch was, wir sind Level 3. Das ist ja doof. Daten löschen. Das ist ja bescheuert. Ja, okay. Es gibt doch kein New Game Plus. Oder doch? Warte mal. Ohne Laden fortfahren, ja. Wir gucken mal ganz schnell was. Ausrüsten. Alles klar. Wir haben hier tatsächlich unsere ganzen Seelen schon. Also es scheint tatsächlich sowas wie New Game Plus so ein bisschen zu sein. Aber wir sind halt nicht Level 61. Wiederhält. Ja, cool. Sehr schön. Ich beende das jetzt hier. Ich beende jetzt hier dieses Let's Play. Morgen geht es weiter um 20 Uhr mit Shadow Hearts Covenant. Direkt mit dem zweiten, oder besser gesagt mit dem dritten Teil Shadow Hearts, denn Kudelka ziehen wir jetzt einfach mal mit, das gehört einfach dazu. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr da wieder mit einschaltet, wenn wir mal schauen, welche Truppe uns da so langsam um uns herum versammelt und ob wir den Yuri da wieder treffen, die Alice, den Susan oder sonstige andere Menschen oder wie sie denn im Original hießen. Ja, vielen Dank fürs Dabeisein. Vielen Dank für die Begleitung auf dieser Reise. Der Zug wird jetzt abfahren und dieses Let's Play beenden. Habt einen schönen Abend, bleibt gesund und bis morgen. Tschüss!